Tennisprofi trifft Topmodel. Sascha Zverev macht sich in München fit für die BMW Open am Wochenende. Zusammen mit Lena Gerke. Im gemischten Doppel geht es gegen Bruder Mischa Zverev und Patrick Kühnen. Und siehe da, die 31-Jährige macht nicht nur auf dem Laufsteg eine gute Figur. Das war ja eigentlich die beste Trainerstunde, die man sich hätte wünschen können, tatsächlich. Ich glaube, die waren sehr, sehr, sehr nett zu mir heute. Bei Zverevs Triumph im letzten Jahr überreichte ihm Gerke das Siegerauto. Seitdem sind beide miteinander befreundet. Jetzt gibt's für das Model exklusive Tennistipps vom Profi. Zumindest der Aufschlag lässt sich schon mal sehen. Kommt an Saschas Aufschlag, langsam ran. Nicht. Ihren Trainingspartner konnte sie damit aber überzeugen. Sie ist ja sehr talentiert, alles was sie macht, ist irgendwie läuft bei ihr, deswegen, ja, ich meine, Tennis hat man auch gesehen, ich meine, du spielst zweimal im Jahr im Urlaub, hast du gesagt, deswegen ist gar nicht so schlecht. Weniger gut lief es dagegen in letzter Zeit für Zverev selbst. Der Weltranglisten-Dritte hat mit der ersten etwas längeren Formkrise seiner Karriere zu kämpfen. Da kommt das Heimspiel bei den BMW Open gerade recht. Ich habe hier gewonnen, dann in Rom gewonnen, dann irgendwie war ich in der Top 10. Deswegen ist das immer so ein Ort, wo ich viel irgendwie positive Energie auch bekomme und ich hoffe, dass sich das Jahr für mich hier auch ändern wird und dann es wieder weiter nach oben geht. Lena Gerke hat sich jedenfalls wieder als Glücksbringer angekündigt. Besser könnten die Zeichen ja also kaum sein.